Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Willkommen zum sechsten Tag in meinem Adventskalender Blind. Also, das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen und schon wieder steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Am Weihnachten gehen Wünsche in Erfüllung und so wünsche ich mir, dass wir weiterhin gute Freunde bleiben oder uns Freunde werden und noch viele weitere Online-Tastings gemeinsam veranstalten, feiern und genießen. Super, also Nummer 6 hier. Schauen wir mal, was ich hier habe. Also jeden Tag kommt jetzt hier was Neues im Glas. So, wir werden immer einfach mal anhand von meinen Kärtchen jetzt hier, also der Blind-Kalender, hier habe ich meine Kriterien, hier habe ich meinen Rat, den ich hier neu empfunden habe, Tasting-Rat für mich, mit dem ich gut auch umgehen kann. So, bisher bin ich ungefähr, ich glaube, die Hälfte habe ich ungefähr schon erraten. Also bei 5, ja, also 3 von 2, glaube ich. Schauen wir mal, ob das hier auch für mich erratbar ist. Wir machen nur dieses Jahr Standards. Also von daher rauche ich. Was haben wir hier? Ist das gute oder schlechte Rauch? Also das war erstmal ein Rauch, der mir nicht entgegenkam. Ich musste schon fast in ein Glas reinkommen damit. Oh, interessant. Also, ich gönne mir jetzt hier auch rauchige Whiskys in meinen Kalender. So, also Alkoholgehalt. Nichtverstärker, Alter, keine Ahnung, welche Fässer. Farbstoff, ich sage ja. Land, Schottland. Region, sind wir auf Eile? Ich nehme stark an. Maritim. Zitronig. Ist das Koile? Aber Koile ist meistens nicht, ist nicht maritim. Zitronig, ja. Ist das Artbeck? Nein. Ich und Artbeck mögen uns nicht. Das mache ich ein bisschen. Lagavulin oder Laphroaig? Keine Ahnung. Also, Mashbill, 100% Gerste. Preis, keine Ahnung. So, zum ersten Mal darf ich hier bei Torfig etwas hintun. Und er ist noch niemals übermäßig torfig. Das geht. Fehlnoten kann ich nicht sagen. Floral wenig. Fruchtig wenig. Getreidig ein bisschen. Weinartig, nicht wirklich. Holzig. Ein bisschen mehr würzig, ja. Süße habe ich wenig und Fehlnoten. Ganz leichte Radiergummimäßig. So, also. Zum ersten Mal haben wir einen torfigen Whisky auf meinem Zettel. Yay! So, eigentlich Fehlnoten ist nie gut. Also wir werden nie eine runde Kuchen hier haben. Interessant. Also abgeneigt bin ich nicht. Ein bisschen Neugier weckt das sogar schon. Cheers! Okay. Nicht viel Alkohol. 40. Alter. Ist das so ein gewisser, ist das ein No-Age-Statement oder ein Standard? Der Standard Artback 10, Lagavulin 16, 8 gibt es da, gibt es kein 10. Laphroaig 10 gäbe es. Ich schreibe einfach mal 10 auf. Welche Fässern? Bourbon? Ist da was Süßes da drin? Ich sag ja. Farbstoff ja, Schottland ja, Eile ja, Laphroaig schreibe ich einfach mal hin. 100% Gerste, Preis. Was kostet ein Laphroaig 10? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich schreibe einfach 38 Euro. Steinig mich, wenn ich nicht
am richtig liege hier. Note 3 minus minus. Preis-Leistung 3. Okay, ich muss auch noch hier farblich machen. Torf. Da war ein bisschen mehr torfiger Moment, aber auch ein bisschen mehr diese Radiergummi, dieses plastische Note da drin. War nicht meins. Süß ist genau, wie ich das in der Nase gedacht habe. Würzig würde ich ein bisschen weniger sagen. Holzig. Ja, bleibe ich dabei. Weinartig, ein kleines bisschen. Oh Gott, ich bin schon hier. Also, ich muss eigentlich da unten gehen. Getreidig. Früchte, ein bisschen mehr. Floral, bleibe ich dabei. Gut, dann machen wir unsere Linie hier. Süd. Okay. Gut, sieht aus wie ein Kunstunterricht bei mir. Die Linien sind auch niemals gerade. So, rot überdeckt grün, merke ich hier. Also hier. Der Würzigkeit ist mehr an der Nase, auch der Getreidigkeit ist mehr an der Nase, Fruchtigkeit ein bisschen mehr im Geschmack und auch die Fehlnoten gehen ein bisschen höher für mich. Ja, keine Ahnung, schauen wir mal, was wir hier haben. So, die Leute, die sowieso Isle Gut Berlin kennen, werden sofort wissen, was das ist. Ich habe es nicht gewusst. ich freue mich, ich freue mich. Lass uns sehen, ob ich drankomme. Ah, ist das richtig? Da ist richtig. Lafroig 10. Hoho, tschakka, 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 Jason wieder. So, was habe ich hier? 40%, ist das richtig? Jo, 15, 10 Jahre alt, 15. Nun, die Frage ist, wo drin wurde es gelagert hier? Also, das weiß ich auch selbst noch nicht. So, keine Ahnung. Typische grüne Flasche. Übrigens, vielleicht kann jemand was sagen. Ich habe neulich gelesen und darüber nachgedacht, dachte, stimmt. Warum sind die Eile-Whiskys fast alle farbige Flaschen? Also, dass sie so sind, darüber brauchen wir gar nicht zu streiten. Aber warum? Also, jo. Ich weiß es nicht. So, ich gebe mir nur hier einen Moment. Also, Lafroig 10 tippe ich hier ganz schnell ein. Lafroig. Lafroig 10. Als erstes kommt Castring, das ist cool. Genau, Lafroig habe ich sogar noch nicht mal so richtig buchstabiert. Gehen wir zu whisky.de, schauen wir mal, ob die was da haben. Fässern. Da steht nichts wegen Fässern. Rauchig, Eile, lang anhalten, Single Malt, medizinisch rauchig mit einem Haufen Seetang. Also, ich gebe mir 0 Punkte für Fässer. Wahrscheinlich nur Bourbon, keine Ahnung. Farbstoff. Stand überhaupt Farbstoff hier drauf bisher? Mit Farbstoff, yay! 5, 15, Eile, 10, 10. 5. Und was kostet die Flasche? 32 Euro. Zumindest bei Horst ist das so. Das heißt, ich muss hier 6 Punkte abziehen. Schon wieder 9. 6, 16. Ich habe hier 84. Ja, Leute. Also die Frage des Tages ist für euch da draußen, welche Lafroig gefällt euch am besten? Ich glaube, ich habe mit Sascha mal Lafroig oder was ein Lagavulin-Tasting gemacht. Wow. Ich weiß es selbst noch nicht mal. War das Lagavulin? Wo ist denn Ruby und so weiter? Oder war es jetzt hier tatsächlich. Es muss Lafroig gewesen sein. Einen Moment mal, lass uns hier sehen. Lafroig. Es gab den Quarter Cask, gab es nicht. Aber der PX Select, genau. Lore gab es. Fourwood, genau. Es war der Lafroig. Portwood und Sherry Oak, genau. Der Lafroig 16, 27, 25. Da wird teuer, du. Naja, es geht eigentlich.
Der 2000er 25 vom Laphroaig ist 350 und der Laphroaig 25 aus dem Jahr 2021, keine Ahnung, ist dann 450 Euro. 100 € mehr für ein Jahr an das gleiche Alter, keine Ahnung. Also, da kann man viel Geld ausgeben, dafür Laphroaig, merke ich, du. Wahnsinn. Also, ja. Nicht ganz so mein Geschmack, aber ist okay. Nicht etwas, wozu ich greifen würde, aber auch okay. So, nochmal unser Satz jetzt hier am Ende. Habe ich vergessen, bei Tag 5 zu machen. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen. Und schon wieder steht das Weihnachtsfest vor der Tür. An Weihnachten gehen Wünsche in Erfüllung. Und so wünsche ich mir, dass wir weiterhin Freunde bleiben. Also, Fans und Superfans und so weiter. Und ich wünsche uns viele weitere Online-Verkostungen zusammen, dass wir gemeinsam feiern, verkosten und genießen. So, falls jemand dazukommen möchte zu dieser Flaschenteilung-Gruppen, also unten ist der Link dazu, oder ihr könnt mich einfach anschreiben, whiskeyjason@gmail.com. Und wir sehen uns jeden Tag hier im Monat Dezember hier für unser Adventskalender. Und jo. Schauen wir mal, wie viele zusätzliche Videos ich auch noch rausstellen darf, denn da in dieser Zeit. Bis dahin, Whiskey Jason. Ciao.